schönen guten Tag, liebe Okto-Zuschauerinnen und Zuschauer. Integration ist ein wichtiges Thema und Sport spielt dabei eine sehr große Rolle. Alljährlich finden die Euro-Armenische Spiele in einer der Städte Europas statt. Mehr als 600 Sportlerinnen und Sportler armenischer Herkunft aus verschiedenen Ländern nehmen daran teil. Zwei Tage lang spielen und feiern sie zusammen und entdecken das Gastgeberland. Nach 2008 wurde Wien zum zweiten Mal als der Gastgeberstand für die Euro-Armenische Spiele ausgewählt. Wir haben hier Sepur Bardoyan, Ehrenpräsident des Sportvereins Ararat, eingeladen, um mehr über diese Spiele zu erfahren. Guten Abend, Herr Bardoyan. Ich begrüße Sie recht herzlich. Was sind eigentlich diese Euro-Armenische Spiele und welche Bedeutung haben sie? Es ist eine Tradition, dass wir im Jahre 1993 angefangen haben. Und im Laufe der Jahre sind die Anteil oder Anzahl der teilnehmenden Städte mehr und mehr geworden. Natürlich sind auch viele, in vielen Städten viele neue Wellen von Migranten aus Nahosten, aus Armenien nach Europa gekommen. Und das hat auch unsere jeweiligen Gemeinden in Europa verstärkt. Und wir haben uns gedacht, es wäre gut, wie jede vier Jahre panarmenische Spiele, dass wir auch jedes Jahr zu Ostern euro-armenische Spiele organisieren. Und so, dass in verschiedenen Städten Europas es stattfand. Bis jetzt fand es statt in Barcelona, in Genf natürlich. Genf ist der Stadt, die es überhaupt traditionsmäßig angefangen hat. So Genf und dann Amsterdam hat dreimal schon es war wirklich. Und Wien zum zweiten Mal, wie Sie schon gesagt haben. Ja. Und wie haben Sie eigentlich alle diese komplizierte Aufgaben eigentlich geschafft? Ohne die Hilfe eines Komitees, die 80-köpfige Komitees, die wir hier vor eineinhalb Monaten gebildet haben, wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, so glimpflich, so gut, so, wir finden es für gut, vielleicht die anderen nicht, sie sollen behaupten, ob es gut war oder nicht, aber wir finden es, dass wir doch Genugtuung bekamen, dass wir jetzt abgeschlossen haben, es ist gut gelaufen, sehr gut sogar, viele Reaktionen, viele positive Reaktionen haben wir gefunden. Das heißt, ich glaube, das war sehr, sehr nützlich. Wir haben auch die Vorstandsmitglieder des Sportvereins auch gefragt, wie sie diese alle vier Tage geschafft haben, so gut alles zu organisieren. Ja, mein Name ist Hermine Jakobian, ich bin im Vorstand vom Ararat Sportverein, bin zuständig auch für das Badminton-Team unter anderem. Was war so besonders an diesen Spielen? Das Besondere ist, dass man in Kontakt kommt mit Armeniern aus dem Ausland. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man Armenier trifft aus Lebanon oder aus Australien. Es ist eine super Gelegenheit von allen Ländern wirklich hierher zu kommen, sich an einem Ort zu versammeln und zusammen zu feiern und vor allem zu spielen natürlich. War es wirklich sehr schwierig, diese Spiele zu organisieren? Schwierig ist ein relativer Begriff. Ich denke, dass nichts unmöglich ist, wenn man wirklich viel Arbeit reinsteckt, sich darum bemüht, wenn man wirklich für eine Idee steht, dann kann man auch vieles organisieren, auch so eine große Veranstaltung. Das ist durchaus möglich. Vielen Dank. So, ich heiße Baktoyan, typisch ein armenischer Name. Ich bin der Obmann der armenischen Sportverein Ararat. Ich bin gleichzeitig ein Basketballtrainer, trifft bei der Herrenmannschaft. Es ist absolut eine Integrationsmannschaft, was heißt das? Wir haben 6 Armenier in der Mannschaft und die restlichen 7 Spieler sind aus Ungarn, aus Serbien, aus Slowenien, verschiedenen Ländern des Weltes. Ararat Sportverein hat nun die Euro-Armenische Spiele organisiert. Was sind die wichtigsten Aufgaben und welchen Zweck verfolgt Ihre Verein? Also an erster Stelle uns zählt, sehr wichtig ist, dass man die Leute kommen, Stadt Wien kennenlernen, Stadt Österreich kennenlernen und dann kommt das Verein Ararat, sich so gut wie immer zu präsentieren. Wir waren das einmal vor 10 Jahren beteiligt, was das Spiel anbelangt in Wien. Und nach 10 Jahren, ich glaube, wir sind jetzt fast zu Ende, was das Spiel anbelangt. Und mit positiven Erlebnissen, mit positiven Ergebnissen. Und wir sind sehr gute Dinge. Wann kommen die euro-armenischen Spiele wieder nach Wien? Werde ich sagen, ich hoffe wieder bald. Nur im Moment die Müdigkeit
liegt sehr schwer am Rücken, sage ich mal. Deswegen, vielleicht geben Sie mir ein bisschen Zeit. Vielleicht in einigen Jahren werde ich das wieder antworten können. Haben Sie heute einen Pokal gewonnen? Wir haben einen Pokal gewonnen. Wir haben zweiten Platz haben wir erreicht. Den ersten Platz haben die Mannschaft aus Istanbul gewonnen. Die haben es verdient gewonnen. Die waren verdiente Sieger. Vielen Dank. Eigentlich, wie viele Sportlerinnen und Sportler haben heute teilgenommen an Euro-Armenischen Spielen 2018? 725 Teilnehmer, davon ca. 500 Sportlerinnen und Sportler. Die anderen waren Gäste, Familienmitglieder, Kinder etc. etc. Und alle diese Gäste haben armenische Herkunft gehabt? Ja, weil das ist, ich meine, obwohl wir für in jeder Mannschaft, jede Teilnehmermannschaft einen Nicht-Armenier erlauben, aber der Sinn ist, dass alle Armenier sind. Das ist aber keine rassistische oder diskriminierende Sache, aber wir wollen schauen, dass das wir irgendwie durch unsere Sprache, unsere Tradition, bei diesen Zusammenkünften es erhalten. Und warum sind diese Spiele wichtig für Wien oder für Österreich vielleicht? Wir haben ja ursprünglich die Initiative noch einmal begriffen, weil wir haben uns gedacht, es ist Zeit, dass noch einmal Wien Hauptinteresse aller dieser Armenier aus Europa sind, weil vergessen wir nicht, Wien wurde auch zuletzt nicht umsonst zum siebenten Mal Wohlleben ausgesucht. Und Wien ist unser Zentrum und wir wollen, dass die Leute, alle diese Leute nach Wien kommen, Wien kennenlernen, nicht nur durch Sport, aber auch diese Gelegenheit nutzen, die hiesige armenische Gemeinde kennenzulernen. Wir haben ja zwei aktive Gemeinden, die armenisch-apostolische Gemeinde und die armenisch-machitaristengemeinde. Und deswegen war es für uns wichtig, dass wir noch einmal die Jugendlichen die Möglichkeit geben, hier nach Wien zu kommen und sich hier wohlzufühlen. Bei der Eröffnungszeremonie der Euro-Armenischen Spiele war auch Frauennationalabgeordnete Dr. Gudrun Kugler von der ÖVP und der Vorsitzende der parlamentarischen Armeniergruppe auch dabei, eigentlich mit ihrer Familie und vier Kindern. Und wir haben Frau Dr. Kugler nach ihrer Begrüßungsrede und ihrer Meinung auch gefragt. Frau Kugler, Dr. Kugler, Sie sind die Vorsitzende der parlamentarischen Armeniergruppe. Was haben Sie heute mitgenommen? Ich freue mich sehr, dass es möglich ist, solche Spiele zu veranstalten. Das ist eine großartige Idee. Denn hier sind Teams aus 55 Städten der Welt, wo die armenische Community gemeinsam Sport betreibt, immer besser wird und dann zusammenkommt, um gegeneinander anzutreten, aber am allermeisten eigentlich, um auch die anderen Teams kennenzulernen. Ich glaube, das ist eine wunderschöne Idee, um die Identität der Armenier in ganz Europa, wo immer sie leben, zu stärken. Teilen Sie die Meinung, dass generell die Armenier sich sehr gut integrieren? Ich glaube, dass Armenier sehr gut integriert sind in all den verschiedenen Gastländern der Welt. Denn für mich steht ein Armenier für hohe Bildung, für hohe Produktivität, für gute Integration. Gleichzeitig merke ich aber, dass ein Armenier, eine Armenierin ihre Kultur, ihren Glauben, ihre Traditionen nicht außen vor lässt, nicht vergisst, während sie aber im Gastland auch zu Hause ist. Man könnte sagen, dass der typische Armenier zwei Heimaten hat und das auch sehr, sehr schön miteinander lebt. Ich glaube, Armenier sind Beispiele für gelungene Integration und das ist etwas, was unsere Zeit sehr dringend braucht. Vielen herzlichen Dank. Also generell sind Armenier in Österreich sehr gut integriert. In der Diaspora haben sich die Armenier ihre Kultur dank ihrer Sprache und ihrer Religion bewahrt. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen und wie funktioniert Integration durch Sport? Sport vereint. Unser Lösungswort ist immer Vereinigung durch Sport. Und wie gesagt, alles, was wir planen und unternehmen neben Sport, ist Zweck Erhaltung der Identität, Erhaltung der Traditionen, unserer Religion, unsere Werte als Volk. Wir sind ja ein Volk, die immer Frieden und friedliches Leben mit den Nachbarn gewünscht hat und wünschen wir auch. Wir wollen, dass diese Situation jetzt, diese Blockade von der Türkei und Aserbaidschan aufgehoben wird, dass wir bessere Möglichkeiten haben, auch die armenischen
Spiele, euro-armenischen Spiele in Europa, in der Türkei durchzuführen. Wir wollen Nachbarschaftsbeziehungen mit allen Ländern, Georgien und auch mit dem Iran etc. Es ist für uns wichtig. Und wir tragen bei, dass wir es nicht weiter vertiefen. Ich meine, dass dieser Hass, das von der anderen Seite kommt, es ist nicht würdig für Nachbarn, so einen Hass zu, ihre Kinder Hass zu. Und wir tun es nie. Wir bringen die Kinder hierher, die Jugendlichen, und sagen, ihr sollt friedlich miteinander umgehen. Miteinander als Armenier, miteinander als Nachbarn etc. etc. Das ist einer der Zwecke der Spiele. Frau Diaspora-Ministerin Hranush Hakopian ist für die euro-armenische Spiele extra aus Armenien nach Wien gereist. Und hier teilt sie ihre Eindrücke. Հարգելի տիկին նախարար, շնորհակալություն, որ դուք այստեղ եք, ինչպես եք կարևորում այս խաղերը մեր հայերի համար, որոնք ապրում են Սփյուռքում։ Ich denke, der Zusammenhalt der Armenier in Europa ist sehr wichtig. Unsere Landsleute leben, arbeiten und studieren in verschiedenen EU-Ländern und werden gute Europäer, und das ist gut so. Wir haben die Nachhivaratschdarnumen Europa-Lavagun-Kahakatsnet. Եվ դա շատ կարևոր է։ Սակայն շարունակել իրենց արմատին, իրենց հայրենիքին, իրենց պատմությանը։ Es ist aber genauso wichtig, die eigene Kultur und Sprache zu bewahren, und diese euro-armenischen Spiele helfen Armenier dabei. Der Sieg ist nicht das Ziel. Die euro-armenischen Spiele sind an erster Stelle eine Möglichkeit für die Armenier, aus verschiedenen Ländern zusammenzukommen. Ich bin sehr dankbar, dass Wien, diese schöne Stadt, seine Pforten geöffnet hat und mehr als 1000 Sportlerinnen und Sportler willkommen geheißen hat. Խաղերը երիտասարդները շատ ակտիվ են, շատ ոգևորված են եւ սրա բարոյական ազգային Jetzt gerade finden diese Spiele statt. Die Sportlerinnen und Sportler sind begeistert und aktiv, und wir werden die moralischen Ergebnisse später besser spüren. Հային, Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին. Շատ շնորհակալություն Տիկին նախար եւ շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք այստեղ։ Herr Bardoyan, was ist eigentlich das Besondere an diesen euro-armenischen Spielen? Das Besondere ist dass wir für unsere 3000 Jahre Tradition noch einmal uns erneuern. Wir vergessen nicht die Schmerzen, die unser Volk hatte. Natürlich erinnern wir sehr über unser gemeinsames Schicksal, wobei wir die meisten stammen von Leuten, die Genozid der Türken an Armenier überlebt haben. Ich meine, ich bin ein Armenier, der vor 42 Jahren aus dem Libanon hierher kam. Mein Großvater ist in Kharput geboren, in jetziger Türkei. Mein Vater in Aleppo, ich bin in Beirut geboren, und unser Sohn in Wien. Vier Generationen sind in einem anderen Land geboren. Aber dabei behalten wir unsere Traditionen. Wir sind ein christliches Volk. Nicht umsonst haben die Armenier als erstes christliches Land sich entschieden, Staatsreligion Christentum zu übernehmen. Und ich glaube, diese Spiele, Besonderheit dieser Spiele ist, es ermöglicht vielen auch neue Kontakte zu verknüpfen. Natürlich sind wir stolze Österreicher. Das heißt, wir wollen für unser Land erstens integrationsmäßig, für unsere Jugend, die hier lebt und hier wohnt und hier seine Zukunft plant, dass die auch die Möglichkeit haben, gleichzeitig die Werte Österreichs zu erfahren und zu vermitteln. Wir vermitteln, was Österreich ist, an alle diese Leute, die hierher kommen. Wir sind sogenannte Botschafter Österreichs in den jeweiligen armenischen Gemeinden, wo diese Spiele stattfinden. Wir gehen hin, wir sind sehr stolz, dass wir Österreich vertreten, Wien vertreten, und was Besseres werde ich mir nicht vorstellen. Ich meine. Botschafter Armenien zu Österreich, Herr Dr. Aman Kirakosyan, war auch unter den Ehrengästen. Hier sein Statement.
Հարգելի պարոն Գիրակոսյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք հարցնում ենք ձեզ, ինչ խորհուրդ ունի այս եվրոհայկական խաղերը մեզ համար, հայրիս համար, որոնք ապրում են Ավստրիայում։ Was ist die Bedeutung der euro-armenischen Spiele? Այսօր շաբաթօր է։ Heute ist Samstag. Wie Sie wissen, ist die armenische Botschaft in Wien nicht nur für die bilaterale Beziehung zuständig, sondern auch zuständig für die Vernetzung Armeniens bei OSZE, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, und für UN-Organisationen. Aber die armenische Botschaft pflegt ständig auch Kontakte mit der armenischen Gemeinde. Wir haben 5.000 bis 6.000 Menschen mit armenischer Herkunft in Österreich. Und die armenische Botschaft ist immer in Kontakt zu den Kirchen und zur Gemeinde. Ich denke, dass diese Spiele eine sehr wichtige Rolle spielen. Sie verbinden Armenier aus verschiedenen Ländern. Wir haben heute ebenso Delegationen aus Armenien. Und das ist sehr wichtig für den Zusammenhalt der Armenier. Was die Armenier in Österreich betrifft, sind die Austro-Armenier generell sehr gut in Österreich gesellschaftlich integriert. Austro-Armenier sind gute Bürger für Österreich, die aber die Herkunft nicht vergessen dürfen. Und die heutige Veranstaltung, die der Sportverein Ararat organisiert hat, ist ein gutes Beispiel dafür. Մարզական միության կողմից կազմակերպված այս միջոցառումը դրա վառ վկայությունն է, այսինքն լավ քաղաքացիներ Ավստրիայում եւ լավ հայեր։ Eigentlich, wer entscheidet darüber, wo diese Spiele stattfinden sollen? Die Entscheidung über die Spiele ist durch ein Komitee, wird getroffen durch ein Komitee. Dieses Komitee tagt und nimmt in Anspruch die Anträge, die verschiedenen Städte präsentieren. Und dann wird entschieden, gemeinsam, was für, es wird Konzepte vorbereitet. Und diese Konzepte, diese Studie, Machbarkeitsstudie, wird uns zu Komitee, das meine ich, zugeschickt. Und wir kommen zusammen und schauen, ob es wirklich machbar ist. Weil es ist sehr viel, es steckt sehr viel dahinten. Ich meine, 800 oder 750 Sportlerinnen und Sportler zusammenzubringen für 4 Tage und 2 Tage davon wirklich alle diese 7 Sportaktivitäten durchzuführen, ist an und für sich eine gigantische Aufgabe. Eigentlich, woher haben Sie so viele Pokale? Ich muss sagen, dass einige dieser Pokale würden uns gewidmet von den verschiedenen Ministerien, die Ministerinnen und Minister, Ministerinnen und Ministern. Und ich bin sehr stolz zu behaupten, dass auch der Hauptpokal für Futsal wird auch von unserem Bundeskanzler, Herr Kurz, gewidmet. Das ist für uns sehr wichtig, dass das auch diese Aufmerksamkeit des österreichischen Politik für uns gewidmet wird. Stellen Sie sich bitte vor. Ich heiße Maria Khachaturian, ich bin 15 Jahre alt. Luka Ninoshvili, ich bin 17. Was haben Sie gewonnen und war der Sieg schwierig? Wir haben den ersten Platz gewonnen und es war sehr schwierig. Ich freue mich sehr darüber, dass ich heute hier bin und habe an den Euro-Armenischen Spielen teilgenommen. Das ist meine erste Teilnahme und ich bin sehr glücklich, dass ich den Pokal gewonnen habe. Was haben Sie gewonnen und war der Sieg schwierig? Der Sieg war ziemlich schwierig. Alle Sportler waren sehr gut vorbereitet. Ich und wir als Team haben unser Bestes gegeben und gewonnen. Wie gefällt es Ihnen hier in Wien? Es ist sehr schön hier und Österreicher sind sehr gastfreundlich. Ja, sehr.
Wien ist eine schöne Stadt. Ich habe mich sofort in Wien verliebt, als wir Wien von oben gesehen haben, aus dem Flugzeug. Eigentlich jetzt ein bisschen können Sie uns über die Ararat-Sportverein erzählen. Welche Zwecke verfolgt Ihr Verein und was sind die wichtigsten Aufgaben? Wir haben unsere Tätigkeiten im Sportbereich vor 35 Jahren begonnen. Das heißt, heuer am 13. Jänner jährte sich unser 35. Entstehungsjahr. Und wir sind sehr stolz, dass wir alle diese 35 Jahre viel Sportaktivitäten geführt haben, über 2500 Mitglieder gehabt haben über die Jahre. Viele auch Armenier, die aus dem Iran gekommen sind, aus dem Weg nach Amerika, haben hier ein paar Monate immer, solange ihr Bleibe hier war, auch mit uns Sport betrieben. Aber einer der eigentlichen Zwecke, ich meine, neben Sport, ist natürlich Integration. Wir wollen unsere Kinder, unsere Jugendlichen weg von der Straße und mehr mit österreichischen Sportstellen, Sportgruppen etc. zusammenbringen, sodass die auch sich als österreichische, stolze österreichische Sportlerinnen und Sportler sich irgendwie präsentieren. Wo finden die Euro-Armenischen Spiele also nächstes Jahr statt? Wie ich schon vorher mitgeteilt habe, nächstes Jahr finden die Spiele, die panarmenischen Spiele in Jerewan oder in Arzach, vielleicht in Arzach statt. Es ist geplant, dass es in Arzach stattfindet. Und übernächstes Jahr sind zwei Kandidaten, London und Lyon. Hier erzählen auch die Gäste aus verschiedenen Ländern über ihre Eindrücke und Erlebnisse. Ripsime Amirkhanyan. Ich komme aus Armenien. Was denken Sie? Warum sind diese Spiele wichtig und welche Bedeutung haben sie? An erster Stelle steht der Zusammenhalt der Jugendlichen, welche in verschiedenen EU-Ländern leben. Die Spiele haben eine große Bedeutung. Wie ich schon erwähnt habe, kommen die Jugendlichen aus verschiedenen Ländern und versammeln sich an einem Ort. Sie verbindet nicht nur die Herkunft, sondern auch der Sport. Diese Spiele dienen als Plattform, um Kontakte zu knüpfen, als Sportler gegeneinander anzutreten und natürlich auch, um miteinander Zeit zu verbringen und sich über die Kultur der verschiedenen Länder auszutauschen. Das alles ist sehr wichtig. Setrak Kurucian, Obmann des Teams Libanon. Wir sind diesmal mit 33 Sportlerinnen und Sportlern dabei. Wir sind sehr glücklich, dass auch wir an den Euro-Armenischen Spielen teilgenommen haben, auch wenn wir keine Europäer sind. Dieses Jahr haben wir nur einen Pokal gewonnen. Ich habe als Sportler an Begemmon teilgenommen und habe den zweiten Platz gewonnen. Es ist erfreulich zu sehen, wie unsere Jugend zusammenkommt und sich freut. Das macht uns glücklich. Eigentlich möchten alle unsere Jugendlichen kennenlernen, weil Libanon war immer das Herz der Diaspora. Was sind Ihre Eindrücke von Wien? Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich war auch im Jahre 2008 bei den Euro-Armenischen Spielen, die zum ersten Mal in Wien stattgefunden haben, dabei. Wien ist eine sehr schöne Stadt. Wien ist eine Kulturmetropole und Österreicher sind sehr freundliche, bescheidene und gute Menschen. Das macht mich glücklich und ich möchte gerne immer wieder zurückkommen. Vielen Dank. Hallo, ich bin Mireille. Ich komme aus Hamburg, aus Deutschland und bin 19 Jahre alt. Was haben Sie gewonnen hier? Wie bitte? Was haben Sie gewonnen? Was für einen Pokal haben Sie heute? Also wir haben Volleyball gespielt und sind auf Platz 3. Gewinnt Sie denn hier in Wien? Wir hatten noch einen Tag Freizeit und haben uns die Stadt angeguckt und es ist wunderschön, eine historische Stadt. Stellen Sie sich bitte vor, ich komme aus Frankreich, ich komme aus Russland, Moskau.
Welche Eindrücke haben Sie von den euroarmenischen Spielen bekommen? Es sind gute Spiele. Wir haben sehr gute Eindrücke bekommen. Wir sind glücklich, dass wir heute hier sind. Alles ist perfekt. Haben Sie Zeit gehabt, um Wien zu erkunden? Was hat Ihnen am besten gefallen? Ja, mir hat am besten unsere armenische Kirche gefallen. Wir machen morgen eine Tour durch Wien. Wir sind sehr gespannt und freuen uns schon sehr darauf. Herr Bardoyan, welche lustigen Momente haben Sie erlebt? Einer der lustigsten Momente war zum Beispiel ein vierjähriges Kind, wollte bei der Pokalverleihung heute selbst einen Pokal übermitteln. Sie wollte unbedingt, wollte unbedingt das tun. Das Kind wollte unbedingt es tun. Und es war lustig. Es war sehr lustig. Ich habe gesehen, dass das ist. Vielleicht sehe ich in ihn einen zukünftigen Leiter eines Sportclubs, armenischen Sportclubs. Und haben sich Ihre Erwartungen erfüllt? Das ist unbeschreiblich. Es hat übertroffen. Vielen Dank, Herr Sepo Bardoyan. Gerade in der Diaspora ist der Zusammenhalt sehr wichtig. Die Spiele finden zum zweiten Mal in Wien statt, sportverbindend. Und diese Spiele verbinden Armenier aus verschiedenen Ländern. Für Astro-Armenier als Gastgeber es ist besonders wichtig, weil diese Spiele auch eine gute Möglichkeit sind, den teilnehmenden Sportlerinnen und Sportlern ihre Heimat zu zeigen und den Gästen zu helfen, die Kulturbesonderheiten Wiens kennenzulernen. Wir hoffen, dass die euro-armenischen Spiele bald wieder nach Wien kommen werden und unsere Gäste mit armenischer Herkunft in Wien Kultur genießen können. Vielen Dank. Wow.